Nie hatte Theresa May vorgehabt, ins Unterhaus zu kommen, um diese Erklärung heute abzugeben. Sie dachte, sie hätte etwa 20 Tage Luft, nachdem sie die Abstimmung über ihren Brexit-Austrittsvertrag verloren hatte. Aber ihre Abgeordneten haben sie dazu gezwungen. Die Premierministerin ließ nicht viel raus, scheint aber nach wie vor auf dem gleichen Pfad zu bleiben, dass ihr Austrittsvertrag der einzige Weg sei, um den No-Deal-Brexit zu vermeiden und dass es kein neues Referendum oder keine Erweiterung des EU-Austritts Artikels 50 geben werde, durch den Großbritannien aus der EU rauskommt. Es bleibt jedoch abzuwarten, was die Premierministerin in den 7 Tagen tun kann, die ihr noch bleiben, für ihre Gespräche mit Brüssel und mit ihren Abgeordneten, um bis zum kommenden Dienstag genug von ihnen für eine Zustimmung an Bord zu bekommen.